Moshimosh, liebe Artgenossen, liebe SFR-Armee, liebe Freunde und Fans von Videospielen, mittendrin statt nur dabei. Willkommen zu einer neuen Folge von Bang Beep Down. Und nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. So, und da sind wir auch schon zu einem schönen kleinen Spielchen, und zwar Spec Ops The Line. Dieses Spiel hat mich damals sehr überrascht, weswegen ich es auf jeden Fall nochmal vorstellen möchte. Denn dieses Spiel ist ein Antikriegsspiel. Ja, es ist allein schon das ganze Intro, die ganze Präsentation hat mich sehr, sehr, sehr überrascht. Online, da wird es wahrscheinlich nichts mehr geben. Kann man das irgendwie abbrechen? Wir sollen nicht nach online irgendwas suchen. Hm. Naja, mach da jetzt mal eben. Hat mich damals sehr, sehr überrascht, denn es ist, wie gesagt, ein Antikriegsspiel. Es verherrlicht nicht die Gewalt in Shooterspielen, sondern es stellt sie in Frage. Und es stellt Krieg in Frage. Und dieses, der Freund von gestern ist morgen schon dein Feind, oder der Feind von gestern ist morgen dein Freund. Es ist sehr, sehr interessant. Eine sehr interessante Botschaft. Deswegen starten wir einfach mal in die Kampagne rein. Und wählen einfach mal ein Kapitel aus. Die Evakuierung. Die Düne. War das die Düne? Ganz unten. Flüchtlinge. Am Rande. Die Grube. Hat auch nur 10 Kapitel. Nee, doch. 11 Kapitel. 12 Kapitel. 13 Kapitel. 14 Kapitel. 15 Kapitel. Okay, jetzt hat 15 Kapitel. Wir gehen aber ich denke mal, wir gehen in Kapitel 2. Kampfeinsatz, Strandspaziergang. Nehmen wir Kampfeinsatz. Anfangs sind hier noch richtig schöne Tooltips. Und später, ja, später stehen da ganz, ganz andere Botschaften. Ich will ja nichts sagen, aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Ein lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. Apokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben 4 Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. Gucken wir uns einfach mal um. Irgendwie rüber. Ich lade nach. Schlagen. Waffenwechsel. Springe ich denn? Sonst ist es schießen. Das okay, das sind Befehle geben. Dann komme ich da rüber. Achso, hier. Okay, ich habe lange nicht mehr gespielt, deswegen fallen lassen. Also gerade die Prämisse Erfahrung sollte jeder für sich selber entdecken. Sollte auf jeden Fall mal dieses Spiel gespielt haben. Wie gesagt, ich werde 2 Missionen zeigen. Einmal diese hier, bei der ich mich gerade sehr, sehr scheiße anstelle. Es ist gar kein Gitter. Soll mir jemand sagen, dass es kein Gitter ist? Ich
weiterkämpfen! Kaum noch Musik. Kaum noch Musik, kaum noch Munition! Kaum noch Musik! Ja? Okay, dann los weiter. Wo zum Teufel kommt das her? Auf den Lautsprechern da. Selbst gebaut. Genau wie der Sender vorhin. Ba, 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 ma, 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 ma. Achtung, Einmeldung. Ein ungerechtfertigter Angriff auf die 33. heute bedeutet richtig das Ende des Waffenstillstands. Sich ergeben möchte. Beim nächsten Außenposten. Alles weitere dort. Und nun zurück zu unserem Programm. Los geht's! Ich möchte zu Protokoll geben, dass das alles ziemlich schräg ist. Was schräg? Total abgefahren. Nicht nur, dass hier Leute sind, die haben sogar einen DJ. Wir müssen den Stab anfunken. Sofort! Nein, noch nicht. Conrad und die 33. brauchen unsere Hilfe. Und dieser Soldat kann uns hinbringen. Wenn die 33. okay ist, lassen wir uns abholen. Ziel ist tot. Ups. Ah, oh, da oben ist ein Sniper gewesen. Ups. Hups, 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 hups. Auf der Straße nach Dubai finden sich noch Hinweise auf Conrads gescheiterten Evakuierungsversuch. Deine Teamkameraden reagieren abhängig von deiner Spezialausbildung. Unterschiedlich auf Angriffsbefehle. Lugo kann weit entfernte Ziele bekämpfen, während Adams Granaten gegen verschanzte. Achtung, Einmeldung. Das können wir jetzt mal irgendwo springen. Total abgefahren. Nicht nur, dass hier Leute sind, die haben sogar einen DJ. Wir müssen den Stab anfunken, sofort. Nein, noch nicht. Conrad und die 33. brauchen unsere Hilfe. Und dieser Soldat kann uns hinbringen. Wenn die 33. okay ist, lassen wir uns abholen. Gesichtet. Voll rauf. Ah, verdammt! Ich sag ja, ich spiel viel zu selten Shooter. Unsere Hilfe. Und dieser Soldat kann uns hinbringen. Wenn die 33. okay ist, lassen wir uns abholen. Feind in Sicht, greifen wir an. Ziel ist tot. Was trifft mich denn da die ganze Zeit so gut? Ah.
Einmal probiere ich es noch. Total abgefahren. Nicht nur, dass ihr das gewinnt, die haben sogar einen DJ. Wir müssen den Stab anfunken, sofort. Nein, noch nicht. Conrad und die 33. brauchen unsere Hilfe. Und dieser Soldat kann uns hinbringen. Wenn die 33. okay ist, lassen wir uns abholen. Ziel ist tot. Verdammt, wo sind die hin? Das war zu leicht. Wie klar. Ich erinnere mich das gerade an Nier Automata. Die Häuserstruktur. Verdammte Scheiße! Los, los, los! Ein verdammter Hinterhalt! In Deckung! Ziel am Boden! Shit, das waren zu viele. Ich hätte hinter dem Häuserbalken da Schutz suchen müssen. Einst war Dubai die Heimat tausender eingewanderter Arbeiter. Die meisten konnten nicht evakuiert werden. Der Verlust von Conrad und der 33. ist eine Tragödie, die man nie vergessen wird. Würde ich hier gerne. Ups. Ah! Adams, Lugo, melden. Hier unten. Oh. Alles okay?
Ich sagte ja au, oder? So, und hier würde ich sagen, mache ich mal kurz einen kleinen Wechsel. Diese umgekehrte Amerika-Flagge ist auch so gut, ey. So ein schönes Symbol einfach nur für das Spiel. So, dann gehen wir jetzt mal zu Riggs. Wie gesagt, ein Spiel, das ihr auf jeden Fall selber alle mal erlebt haben solltet. Ich kann es wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Nicht unbedingt auf spielerischer Ebene, aber auf erzählerischer Ebene ist es ganz, ganz stark. Es nimmt einen halt irgendwie diese Skrupel vor Shootern. Diese Skrupel, die man bei Shootern hat. Luft ist rein, Walker. Dann schnappt euer Zeug. Umgekehrt. Es bringt einen Skrupel bei Shootern. Von wo er ganz Dubai Sorry, es bringt einen Skrupel bei Shootern. Es lehrt einen Skrupel bei solchen Ballerspielen. Und das finde ich ist richtig und wichtig. Walker, ich muss mit dir reden wegen vorhin. Wir haben Conrads Aufmerksamkeit. Was gibt's da zu reden? Ich habe dich noch nie so erlebt. Mir fehlt nichts, Adams. Wir können nicht ignorieren, was wir gesehen haben. Wir verlassen Dubai nicht, bis die Überlebenden sicher evakuiert. Ihr müsst mir vertrauen. Ich trau dir, Walker. Ich denke nur, du liegst falsch. Verdammt, wenn mich jemand hört! Riggs, wir werden von der 33. attackiert! Brauchen Hilfe! Schnell! Riggs? Scheiße! Gut hat's der 33. versteckt. Das ist gut! Schnapp dir die Ecke! Jetzt kämpfen wir nicht mehr gegen Terroristen, sondern gegen unsere eigenen Leute. Wie es aber dazu kommt, will ich euch lieber nicht zeigen. Weil damit würde ich den interessantesten Aspekt rausnehmen. Wie gesagt, spielerisch ist es größtenteils okay, aber ist jetzt nicht weltbewegendes. Da wollten wir hin, als die uns angriffen. Mein Job, Captain, ist,
mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen. Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge. Da ist Wasser der Schlüssel zu allem. Bleibt unten! Sichtkontakt! Ist es Riggs? Nein, da, Delta! Wo steckt dann der Alte? Hier. Du verdammter Drecksack! Oh. Na los, ihr kostet mich Zeit. Da kommen sie, Jungs. Feuer! Ich bin erledigt! Ich und meine Leute da raus! Klingt nach dem Plan. Wächst mich, ich lade wahr! Die geben uns Zeit abzuhauen. Ja, genau. Sie führen mich auf. Ich bin unterwegs. Naja, Arsch retten sieht anders aus. CIA hat sich mit den Flüchtlingen verbündet, um die 33. zu übernehmen. Ging das irgendwie besser? Ich hätte auf den ersten schießen sollen. Na komm. Wo steckt denn der Alte? Der ist hier. Dass man diese Szenen nicht überspringen kann, ist ein bisschen nervig. Na los. Rückenbewegung. Da komm. Feuer frei. Wir drei. Wir alle. Ich und meine Leute raus. Gegner erledigt. Klingt nach dem Plan. Barrikadiert die Tür. Die geben uns Zeit abzuhauen. Verdammt. Unter schwerem Beschuss. Ich hab mich doch geduckt. Oh Mann. Naja, gut. Das sollte es erstmal gewesen sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich kann dieses Spiel sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich bin leider nicht besonders gut. Aber ich denke mal, das macht nichts so weit. Soweit so okay, denke ich mal. Und das soll es gewesen sein für dieses Mal von Bang Me Down. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit einem weiteren spannenden Spiel. Frohes Schimpfen, frohes Leben, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Marius. Bye, bye. Au! And out. Shut you down.
bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. I shot you down, bang, bang.